Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate machen sich Gasgurin und seine Gefährten daran, mehr über den Mord an Hauptmann Scar herauszufinden und schlagen sich dann in Richtung Kaserne der Flammenden Faust durch, wo Tamoko auf sie warten wollte, und die hat den ein oder anderen Hinweis zu geben. Los geht's! Noch ist es Nacht in Baldur's Tor, aber die ersten verräterischen Sonnenstrahlen lecken bereits an den Turmspitzen. Es ist 6 Uhr morgens des 223. Tages und mit hochgeschlagenem Mantelkragen, begeben sich Gasgurin und seine Gefährten hier in die Taverne zur erröten Nixe, um mit jemandem zu sprechen, der angeblich etwas mehr weiß vom Mord, vom Totschlag. Wir brauchen ein Schluck starkes Rögenbier. An Hauptmann Scar. Und Ivanne war auch wohl sein Name. Ach, wollt ihr nicht einen Penny für eine Geschichte von Mord und Betrug zahlen? 10 Goldmünzen wären's. Und die sind's wohl wert. Aber auf alle Fälle. Ja, wir könnten jetzt hier nachfragen, aber ich glaube, Gasgrün ist gerade kurz angebunden. Und 10 Goldmünzen sind keine Verhandlungsmasse. Also. Ein finsterer Preis für eine finstere Geschichte. Doch ich zahle und höre sie mir an. Also, es geht um Scar, den zweiten Kommandanten der edlen Flammenden Faust. Und es geschah in einer dunklen Gasse. Der Regen klatschte nur so gegen die Fensterscheiben. Das ist sehr glaubhaft. Das Wasser lief mir in die Stiefel. Eisig. Ein schlauer Mörder macht sich an ihn ran, schnitt das Band seines Reisegeldbeutels mit dem blitzscharfen Messer durch und machte sich davon, die Gasse runter. Ja, und der gute Scar rannte hinter dem Dieb her ins Dunkle, gerade als ich durch die Pfützen stolperte, um ihm zu helfen. Aber dieser kleine Taschendieb war ja nicht nur einfach ein Grobian, nein, er war ein silberhäutiger Verwandlungskünstler, jawohl. Und mit seinen dolchartigen Klauen durchbohrt er dem guten Mann die Augen. Dann schneidet er ihm den Hals auf und lässt ihn im Regen verbluten. Ihr fragt nach meiner Hilfe? Ja. Ich hab's Angebot so schnell zurückgezogen, wie ich's gemacht hatte, und stand im Schatten, als das spiegelnde Scheusal eine neue Form annahm und mit blutigen Händen davonschlenderte. Meine Hilfe besteht darin, dass ich hier bin, um allen, die eine Münze dafür übrig haben, die Wahrheit über das Ableben des guten Mannes kundzutun. Das ist eine ganze Menge, denke ich. Ihr werdet mir da sicher zustimmen. Das Spiegelwesen, von dem ihr redet, ist als Doppelgänger bekannt. Ich habe in letzter Zeit mehr als einen gesehen. Alle im Sold des Eisenthrons. Kennt ihr einen guten Grund, warum der Thron Scar töten wollte? Der Eisenthron? Wirklich? Nun, das gehört nicht zu meiner kleinen Geschichte. Aber es könnte sie noch bereichern. Herzog Eltan liegt krank da nieder im Lager der Flammenden Faust. Und Scar, der Gute, hat er sein Amt als Anführer übernommen. Angelo, einen Rang unter dem guten Mann, hätte am meisten durch dessen Tod gewonnen und ihn hätte ich am ehesten verdächtigt. Aber der Eisenthron, ich weiß nicht. Wenn ihr meint, da steckt ein wenig Wahrheit drin, solltet ihr entweder in der Kaserne der Faust oder im Turm des Eisenthrons nachforschen, denn da müsste die Antwort zu finden sein. Scars Tod, ja. Da haben wir die Quest auch abgeschlossen, tatsächlich. Ich habe mir die Geschichte von Ivanne angehört, dem einzigen Zeugen von Scars Tod, neben seinem Mörder. Demzufolge wurde Scar von einem weiteren Doppelgänger, der ohne Zweifel vom Eisenthron ausgesandt wurde, in seinen grausamen Tod gelockt, obwohl Ivanne meinte, dass auch Angelo ein gutes Motiv hätte. Glücklicherweise musste Scar nur kurz leiden, doch mehr der Heimlichkeit denn des Mitleids halber. Oh ja, ich habe in letzter Zeit so viele von diesen miesen Spiegelwesen gesehen, doch ich bete, dass ich mich nie an ihre verfluchten, sich wandelnden Gesichter gewöhne. Oh ja. Ja, nicht schön. Nicht schön ist auch, dass wir jetzt hier bei Tageslicht dann herumtrotten wollen dürfen sollten, aber vielleicht können wir ja hier unterschlüpfen für eine Nachtruhe. Wo ist eigentlich die Bar hier? Ach, da hinten, da trägt jemand Verantwortung. Für dieses Etablissement.
Nee, auch nicht. Hallo? Ach da, Mensch. Ja, es ist ja völlig klar. Ich habe ihn gesehen, von Anfang an. Mann, oh Mann. Ja, wenn ich jetzt hier schlafen kann. Gucken wir mal kurz, ob das überhaupt geht. Ah, es ist jetzt nicht königlich, aber es sieht aus, als könnten wir hier ruhen. Hm. Dann werde ich mal vorher Gascoigne's Zauberbuch neu auswürfeln. Ja, Gascoigne ist gerade etwas fahrig. Es ist eine wilde Mischung, die er hier sich eingeprägt hat an Zaubern. Auf der Stufe 1 ist es die Blindheit, dann zweimal die brennenden Hände, die Freundschaft, kalte Hand, magisches Geschoss, dann natürlich nachher als gewagte Hexerei, Schlaf, Schmieren und Spuk. Auf der Stufe 2 ist es einmal Klopfen. Das brauchen wir nicht, wenn Imoen dabei ist, aber gut. Böses Erkennen, dann natürlich ein Chaosschild, Glitzerstaub und Glück. Was macht Glück eigentlich? Wird dieser Zauber auf einen Charakter angewendet? Der hat in den nächsten drei Runden einen Bonus auf Plus. Okay, naja. Oh, gut. Dann, also Bonus auf Rettungswürfe und so weiter. Dann Stufe 3, da haben wir einmal den Blitzstrahl, die Geisterrüstung und Schutz vor Kälte und normalen Geschossen. Auf der Stufe 4 haben wir den blauen Feuerschild, einen geringeren Kettenzauber. Mit Hilfe dieses Zaubers kann der Anwender zwei Zauber des zweiten oder eines niedrigeren Grades simultan wirken. Die beiden Zauber werden über die Schaltfläche besondere Fähigkeiten ausgelöst. Um einen Kettenzauber zu wirken, muss sich der Anwender nicht nur geringere Kettenzauber, sondern eben alle Zauber, die er da hat. Okay, aha. Und dann haben wir den Spinnen-irgendwas. Die Spinnenboot, genau. Auf der Stufe 5 ist es geworden Monster festhalten und Schwachsinn. Und Stufe 6 haben wir noch nicht. Ne? So. Die Rast geht folgenlos an den Helden vorbei. Mit der einzigen Folge, dass wir natürlich die Zauber gelernt haben. Und es ist jetzt früher Nachmittag, 14 Uhr. Hm. Naja, vielleicht erwartet ja niemand, dass sie bei helllichtem Tage durch die Stadt streifen. Das kann schon sein. Das nächste Ziel der Helden wäre es, in der Kaserne der flammenden Faust nach Eltern zu sehen. Und da hatten wir ja von, wie heißt sie doch gleich, Tamoko erfahren, dass sie irgendwas weiß und uns irgendwie helfen will. Eine geheimnisvolle Frau namens Tamoko hat mir erzählt, dass man Herzog Eltans Heiler nicht trauen kann. Wahrscheinlich ist er sogar die Ursache für Eltans Krankheit. Sie hat über mich auch sehr seltsame Dinge erzählt. Sie weiß mehr, als sie zugeben will. Ich sollte mich in der Zukunft wieder nach ihr umschauen. Sie meinte, sie sei in der Nähe des Hauptquartiers der flammenden Faust zu finden, falls ich mehr von ihr erfahren möchte. Genau, das passt doch, das können wir gemeinsam verbinden. Und dann ist die Frage, wie wir da hinkommen und wie jemand überhaupt auf diesen Balkon hier oben drauf kommt, weil da ist gar keine Balkontür. Egal, wir werden die Stadt durchstreifen, es muss irgendwie sein. Jetzt habe ich laut meiner Liste noch zwei Bücher, die man finden kann in Baldurs Tor, nicht gefunden. Oder drei sogar. Aber von zweien weiß ich, wo sie sind. Und die würde ich gerne holen. Das eine ist, oh, es ist das Gedächtnis gefragt. Das eine ist, glaube ich, hier in diesem angrenzenden Stadtviertel. Es könnte sein. Ja, gehen wir mal dahin. Ich diene der flammenden Faust. Und schon ist da einer, der ganz genau aufpasst. Sorrel. Ja. Du hast einen eigenen Namen, echt? Aber hier sind wir richtig. Wir müssen hier oben rein. Das ist ein Haus, das habe ich beim Durchstreifen der Stadt übersehen. Ja. Branden macht sich bereit für einen Befehl. Befehl, genau, richtig. Aber wir lassen ihn erstmal zu Wort kommen. Vielleicht will er ja was sagen. Wo seid ihr gewesen, Gascoigne? Hm.
Ich musste mich zu Hause um manche Angelegenheiten kümmern, doch ich fürchte, die gleichen Angelegenheiten haben mich zurück zum Tor gebracht. Wir werden euch schon die Flügel stutzen, bevor ihr einen Kopf kürzer gemacht werdet, Dummkopf. Die Leute sagen, ihr hättet die Anführer des Eisenthrons getötet. Auf euren Kopf steht ein netter Preis. Wusstet ihr das nicht? Natürlich wussten wir das. Ihr wollt ihn nicht, oder? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ah, der hinten guckt ja schon. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Kehrt um und hört auf, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ja, ich konnte euch zwar noch nie leiden, aber ich werde tun, was ihr sagt. Im Moment sind schließlich wichtigere Dinge im Spiel. Während ihr dort herumschleicht, solltet ihr euch die Zeit nehmen und herausfinden, was im Hauptquartier des Eisenthrons und vor allem in dem der flammenden Faust vor sich geht. Davon hängt viel ab. Ah ja. Gut, also das war einer, der konnte uns zwar nicht leiden, aber er hatte das Herz am rechten Fleck und hat uns ein wenig weitergeholfen. Neuer Tagebucheintrag. Ja, wo ist denn der jetzt gelandet? Er ist gelandet. Hier, Sorrel. Von der flammenden Faust drängt mich dazu, den Stützpunkt des Eisenthrons und das Hauptquartier der Faust ein weiteres Mal zu untersuchen. Ich fürchte, ich war etwas brüsk zu ihm. Er verließ mich, ohne mir den Grund für sein Drängen zu nennen. Das habe ich ja toll hinbekommen. Aber es hat Gaskurin, ne? Es passiert. Tut mir leid, Sorrel. Bist ein Feiner. So, jetzt aber mal in dieses Haus geschlichen, was da noch auf meiner Liste steht. Das ist das hier. Da es geht ein Weg hin, aber dass hier eine Tür ist, das habe ich natürlich nicht gesehen. Da ist jemand. In gewohnter Weise schaut sich mal Imoen um. Frag mich nicht, was die Helden jetzt unten mit ihm besprechen. Irgendwas. Die Geschichte von Tiefwasser Band 6. Und das ist das, was ich haben will. Genau. Und mehr ist hier, glaube ich, nicht von Bedeutung. Das hier ist Tiefwasser Band 5. Ach so. Ach, hier sind zwei, die ich brauche. Ach so, deswegen. Das macht ja total viel Sinn. Ja, dann nehme ich das auch. Gut. Fein. Die Geschichte Tiefwassers. Wir kommen ihr näher. Und alsbald werde ich es auch mal lesen. Jetzt aber husch husch hier raus. Vielleicht war ja auch nur Immo in einem Häuschen drin, während die anderen im Schatten irgendwo standen. Und jetzt ist... ja, eigentlich... Jetzt müssen wir den Weg in Richtung... Was ist denn los? Wer, wie, wo, Savava? Irgendjemand schreit hier. Die da. Oh, ah. Schade. Hat er uns gesehen? Hat er nicht. Er hat uns nicht gesehen. Um die Ecke stand einer der Soldaten. Was ist denn los? Wer schreit denn hier so? Leute. Das hätte ich mit anzuhören. Aber dass niemand einen Namen hat, also Gaskin hat gerade ganz andere Sorgen, als über das Geschrei irgendwelcher Bürger zu kümmern. Also ganz schnell ganz weg. Da, wo wir hergekommen sind, quasi. Wir nehmen einen kleinen Umweg und dann führt uns selbiger. Der führt uns. Dahin? Nee, dahin. Dahin führt er uns. Genau, leider dahin. Aber es ist ja auf dem Weg zur Kaserne der flammenden Faust. Das ist ja alles gar nicht so verkehrt. Ja, ja, es ist so verkehrt. Ja, weil jetzt mal hier unten. Alles schön. Ja, dann halt. Haben wir hier einen Gulli? Noch nicht mal das. Ah. Das ist toll hier. Also wer sich das ausgedacht hat, dass man hier solche Sackgassen manövrieren kann, dann ich weiß, wie man wieder rauskommen soll. Jetzt muss ich irgendwie am besten dahin. Und jetzt von oben wieder reinlaufe in das gleiche Viertel. Dann bin ich nicht in der Sackgasse. Fasst mich nicht an.
Ich könnte mir was einfangen. Ja, und ich mir erst. Sir Lothyran. Was hast du zu erzählen? Ey, du trägst wirklich Uringelb. Sir Lothyran, ich wette, dass ihr nicht zur Amtseinführungszeremonie geht. Da wettest du völlig richtig. Aber ich ahne, was gemeint ist. Wir fragen trotzdem nach. Welche Amtseinführungszeremonie? Saremok wird als der neue Großherzog gekrönt. Das weiß doch jeder, der etwas auf sich hält. Saremok, was haltet ihr von ihm? Diese Stadt braucht eine starke Hand, um den ganzen Abschaum wie euch loszuwerden. Kontenance, auch wenn es schwer fällt. Loszuwerden. Meiner Meinung nach wird ihm das auch wunderbar gelingen. Aber ich glaube, Gaskreen hat mehr Kontenance als ich in diesem Augenblick und sagt, huldigt Saremok. Möge er dieser Stadt Wohlstand und Macht bringen und seine Worte triefen vor Gift und Galle. Es lebe Saremok. Ja, ja, Lothyran, wenn du uns nochmal begegnest. Oh, die Wurst skalpiert. So ein Arsch. Ah, die Kleidungsfarbe doch schon mal als Omen gegolten. So, hier in diesem Häuschen, wo wir mit dem toten Jungen des Priesters zu tun hatten, da ist auch noch was. Geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf! Ah, der Nächste! Ja, komm, beleidige uns, los! Mach schon, bin's grad gewöhnt. Macht Platz, ich bringe eine Nachricht von den Herzögen des großen Reichs von Am. Du läufst direkt auf uns zu und sagst, mach Platz. Welche Nachricht? Gibt es Krieg? Die Geduld in Adkatla ist zu Ende. Wir sind dabei, unsere Truppen entlang der nördlichen Grenze zu versammeln und sind bereit, auf Befehl sofort auf Baldur's Tor zu marschieren. Sollten sie dort mit ihrer Aggressivität weitermachen. Sag das ruhig allen, die es interessieren mag. Denn wenn Amn in den Krieg zieht, wird totaler Krieg herrschen. Gegen die Bürger dieser Stadt ebenso wie gegen ihre aufschneiderischen Herzöge. Gaskreen deutet unauffällig mit dem Daumen nach rechts, wo Sir Lothyran entlang schlendert. Aber diese Dumpfbacke von Hekito rafft das nicht, guckt Gaskreen nur komisch an und popelt in der Nase. Und deswegen, oh, wachsende Spannung mit Am. Ah ja, deswegen gucken wir mal kurz in unser Tagebuch. Laut der von mir abgefangenen Nachricht sammeln sich die Streitkräfte Amts entlang der Grenze. Krieg scheint nunmehr unvermeidbar geworden zu sein. Ja. Und hier. Ja, das ist auch nichts Neues. Also das, was uns der komische Herzog hier gesagt hat, das ist nicht von so großer Bedeutung gewesen, dass es im Tagebuch notiert wurde. Das passt sogar ziemlich gut. Also neue oder wachsende Spannung mit Am, ja, ist aber auch nichts Neues. Aber jetzt, wir wollten ja eigentlich da hinein, in diese gute Stube. Denn hier gibt es auch noch ein Buch, das wir uns näher anschauen sollten. Und zwar ist es irgendwas mit Schwestern von Licht und Dunkelheit. Genau, hier. Und damit habe ich jetzt alle Bücher beisammen, die es in Baldur's Tor 1 gibt. Nochmal zur Erinnerung, das Buch Die Geschichte von Tiefwasser Band 4 gibt es im Spiel gar nicht. Auch nicht in der Enhanced Edition. Die ist erst dann in Baldur's Tor 2 zu finden, vielleicht auch in dem kleinen Zwischenspiel, wer weiß das schon so genau. Und hier guckt man nur noch mal der Vollständigkeit halber rein. Ja, das ist uninteressant. Oder? Na komm, hier. Weil es Imoen ist. Ja, ist gar nicht abgeschlossen. Wie nachlässig. Ja, schwuppdiwupp. Wir haben auch Unkosten. Gut. Damit wäre das erledigt. Und jetzt führen Gaskreens Schritte ihn in Richtung der Kaserne der Eisernen Faust. Die ist eigentlich und auch uneigentlich ein Stadtteil tiefer. Und aus rollenspielerischen Erwägungen gehen wir auch in diese Richtung, auch wenn es spielmechanisch einfacher wäre, nach oben zu laufen. Mal gucken, ob uns noch irgendjemand über den Weg läuft. Bestimmt. Ich diene der flammenden Faust. Bumm, Befehl, zack, auf dem Arsch und weg. So wird's gleich laufen. Ja, genau so. Was ist denn hier los, Kindergarten? Ja. Ja, der hat uns garantiert schon gesehen. Er hat das gesehen.
Der attackiert sofort. Ist das ein Sackgesicht? Aber irgendwie war der kurzsichtig. Der hat nicht gesehen, dass wir einfach um die nächste Hausecke verschwunden sind. So, hier durch diese hohle Gasse müssen sie kommen. Irgendwer schreit. Das sind vielleicht irgendwelche gutbürgerlichen Gutbürger, die auf uns aufmerksam machen. Das kann auch sein. Aber wir sind der Kaserne der flammenden Faust nahe. Die ist ja hier dieses Achteck oder Sechseck. Naja, ein Eck auf jeden Fall. Und zwar das da oben. Richtig. Jetzt müssen wir uns hier noch da hinschleichisieren, um anzuschauen, wie wir da reinkommen. Wir laufen direkt in die Höhle des Löwen. Der Löwen. Der Bluthunde, der Fehlgeleiteten. Aber was soll man machen? Ist einer. Wir könnten versuchen, einen weiten Weg zu gehen. Wenn wir dem überhaupt noch entkommen hier. Na, es wird jetzt so eine Sache. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wir locken ihn halt auch ein bisschen weg von seinem Posten. Klar könnten wir auch durch die Kanäle schlüpfen. Logisch, aber dann kriegen wir ja nicht mit, ob noch irgendwer auf der Straße hier uns was erzählen will. Was uns vielleicht sogar interessiert. So, das sieht auch gut aus. Bitte lasst mal hier den... Dorn, du hast den jetzt... Du bist jetzt echt um diesen Wagen rumgelaufen und hast den jetzt wirklich gepult? Hast du das getan, Dorn? Es ist schön. Ich danke dir sehr. Das hilft echt weiter. Das lief doch alles so gut. Ja, komm, es geht halt nicht anders. So, leg dich hin, das ist ein Befehl. Gut. Jetzt verschwinden wir um die nächste Häuserecke. Hier liegt immer noch die Leiche von, ihr wisst schon wem, die räumt ja auch keiner weg. Langsamen Verwirrung. Schlaf. Ich glaube, Schlaf hilft nicht, oder? Schlaf der Furcht. Das ist natürlich völlig egal. Ich muss allein mit euch sprechen. Dies sind unruhige Zeiten. Ja. Naja, es findet alles simultan statt. Tamoko ist da. Ich sehe, ihr habt mich gefunden, wie ich es erwartete. Ich weiß von Dingen, die gesagt werden müssen und die für uns beide von Wichtigkeit sind. Ich stelle nur eine Bedingung und der müsst ihr vorher zustimmen. Ich brauche ein Versprechen von euch und nichts weniger werde ich akzeptieren. Was sollen wir denn versprechen? Wir versprechen ja gar nichts. Also, kann man ein Versprechen geben? Also ein Blanko-Versprechen? Das ist doch Quatsch. Aber Gaskin wird hier misstrauisch. Ihr habt mir viele interessante Dinge erzählt, aber ich vertraue euch dennoch nicht. Warum sollte ich ein Versprechen abgeben, wenn ich die Informationen noch nicht habe? Mein Versprechen wird euch nicht schaden. Doch wenn ihr es ignoriert, entstehen euch vielleicht Nachteile. Meine Informationen können euch wirklich nur von Nutzen sein. Ihr gewinnt, wenn ihr sie vorher noch nicht kanntet.
Und ihr gewinnt auch, wenn sie euch bekannt waren, ihr aber keine Bestätigung hattet. Darin besteht eure einzige Option. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Naja, während hinter ihm Branwen und der Mietling der Verdammten Faust miteinander balgen und sagt ganz konkret, ich biete euch mein Versprechen an, erzählt schon, hier. Ich danke euch. Dies ist meine Bitte, auch wenn sie euch seltsam vorkommen mag. Ich fordere euch auf, Sarevok zu zerstören, den Mann hinter all euren Sorgen. Ihr müsst seine Pläne durchkreuzen und seine Absichten zunichte machen. Ihr müsst ihm den Glauben daran nehmen, dass er seinen Weg weiter verfolgen kann. Das müsst ihr für mich tun. Doch ihr müsst ihn am Leben lassen. Ich werde ihm dabei helfen, sein Leben als Mensch zu leben, nicht als der Gott, für den er sich hält. Also Sarevok entthronen, aber nicht töten. Kaskin gibt zu bedenken, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Er wollte mich zerstören und ich habe ihm lediglich auf die gleiche Weise geantwortet. Sarevok will jeden zerstören, nicht nur euch. Ihr seid für ihn nur von besonderem Interesse, weil ihr gleicher Herkunft seid. Ihr seid daher ein möglicher Rivale, einer der wenigen, die seine persönliche Aufmerksamkeit wert sind. Oh, was für ein Lob. Vor allem aber seid ihr mit ihm verwandt. Wie ich sehe, sind das große Neuigkeiten für euch, obwohl ihr es euch vermutlich schon gedacht habt. Ist es ein Problem für euch? Das sollte es nicht. Monster sind uns oft ähnlicher, als uns lieb ist. Ihr seid Geschwister. Naja, sagen wir mal Halbgeschwister. Und die Pfade, die ihm offen sind, stehen auch euch offen, obwohl er schon von Kindesbeinen an vorausgerannt ist. Gorion hat euch geleitet, nicht wahr? Sarevok hatte niemanden. Er zieht seine Stärke aus dem Hass, aus dem Wunsch, sich über alle zu erheben, die er für unterlegen hält. Sein göttliches Blut sehnt sich nach Eroberung und deswegen muss er besiegt, aber nicht getötet werden. Er dient einem anderen, ohne es zu wissen. Göttliches Blut? Er dient einem anderen? Wovon redet ihr? Das Kind wird dem Vater ähnlich. Auf jeden Fall ist das sein verzweifelter Wunsch. Das Blut hat Ansprüche, ruft euch an und verlangt euch Dinge ab. Der weise Alaundo sagte, dass der Herr des Todes untergehen und sein Untergang seine sterblichen Nachkommen hervorbringen würde. Chaos entspränge auf ihren Wegen. Gasgrin wird ein kleines bisschen blass um die Nase, aber zu welchem Zweck? Habt ihr den Hunger gespürt und die Einflüsterungen der Macht gehört? Sarevok hält sie für wahr und betreibt deswegen einen sinnlosen Krieg. Ein so großes Massensterben, dass es allen Beschreibungen spottet. Er glaubt, es werde ihn erheben. Aber wohin? Vielleicht hat er recht, doch ich werde es nicht zulassen, ihn an diese Sache zu verlieren. Warum seid ihr gegen ihn, wenn euch sein Leben so wichtig ist? Sarevok ist... Ich bin immer in seiner Nähe. Und das werde ich auch weiterhin, bis ich sterbe. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Ich will den Mann von der Bestie befreien, die er sein möchte. Ich glaube nicht, dass er seinen Plan überleben wird. Der beruht nur auf reiner Annahme. Er fühlt sich auserwählt und zu höheren berufen. Ich teile diesen Glauben nicht. Götter sind nicht dafür bekannt, dass sie ihre Macht vererben. Besonders, wenn sie ihren Tod vorhergesehen haben. Was immer er auch ist, ich will ihn auf dem Boden halten. Unter uns anderen, die wir alle fest verwurzelt und aus Fleisch und Blut sind. Ja, und was ist mit den zahllosen Opfern, die er gefordert hat? Er kommt jetzt einfach davon, oder wie? Das ist eine seltsame Sichtweise. Auf der anderen Seite, sie hat uns ja noch nicht unsere, also die Informationen gegeben. Und das unten hier, dieses Versprechen, ist relativ schwach. Also, Gasgrin weiß ja, dass ihm ab und zu mal ein Zauber misslingt. Und das weiß auch jeder, der ihn länger kennt und sich länger mit ihm beschäftigt. Auch wenn er das offiziell nicht zugeben würde. Aber es könnte ja auch absichtlich mal ein Zauber in die Hose gehen und etwas fehlgeleitet gehen. Und dafür kann er natürlich niemand was.
Und dieses Versprechen hier, ich werde ihn aufzuhalten versuchen. Versuchen kann man viel. Und dabei mein Möglichstes tun, sein Leben zu retten. Das ist auch eine Skala, die man nur selbst messen kann, was das Möglichste gewesen wäre. Also insofern ist das ein sehr schwaches Versprechen. Und da würde Gasgrün sagen, ja, 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 ist okay. Jetzt erzähl mal, was du hier zu erzählen hast. Also, ich werde ihn aufzuhalten versuchen und dabei mein Möglichstes tun, sein Leben zu retten. Das ist nicht ernst gemeint. Ich danke euch. Zarebok kann gerettet werden. Das gilt auch für euch, wenn ihr eines Tages denselben Pfad einschlagen solltet. Vorläufig will ich von Geheimnissen sprechen, die euch weiterhelfen werden. Herzog Eltan kann gerettet werden. Doch Herzog Enta Silberschild wurde einfach umgebracht. Das ringt Gasgrün maximal eine Krokodilsträne ab. Die Mörder sind unerkannt geblieben. Ich weiß jedoch, wer und wo sie sind. Ihr müsst euch in den Unterkeller begeben. Auch wenn ihr bereits dort wart. Dort werdet ihr auf Slüte oder Slyth und Christine treffen. Zwei unangenehme Gestalten, die Gefallen an der Gewalt finden, zu der Zarebok sie anhält. Sie sind nicht mehr als Tiere in Menschengestalt, sogar neben der Gesellschaft, in der sie sich gerne aufhalten. Tötet sie, dann werdet ihr vieles über den Plan erfahren. Wenn ihr nicht wisst, wo der Unterkeller ist, Gasgrün wirkt sie ab. Wissen wir natürlich. Also, Herzog Eltern kann gerettet werden, aber... Was ist mit Herzog Eltan? Wie retten wir ihn, wenn wir Slythe und Christine, die ja offenbar den Enta ermordet haben, also Eltan und Enta, das könnte man auch besser machen, oder? Also Gasgrün ist höflich, weil er hofft, dass sie noch ein bisschen was mehr erzählt, was Eltan angeht. Denn nur er wäre in der Macht oder in der Position, hier irgendwelche Urteile und Kopfgeldjagden aufzuheben. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich werde auf sie achten. Da ist noch jemand. Unter den Anführern des Eisenthrons befindet sich eine Frau. Ihr Einfluss vergiftet Zareboks Seele. Wenn sie aus dem Weg wäre, wäre er mit Sicherheit zugänglich für meine vernünftigen Rettungsversuche. Sie heißt Kythandria und sie verfügt über große Macht. Auch sie versucht, Zarebok zu gefallen, obwohl sie mit seiner Selbstzerstörung zufrieden ist, wenn sie nur aus der Tat ihren Nutzen ziehen kann. Ich muss jetzt gehen. Er darf nicht wissen, dass ich euch geholfen habe. Warum immer Kythandria ist. So, jetzt schnell mal geschaut, was das Tagebuch über diese Quest zu verkünden hat. Hier. Tamoko bat mich, Zareboks Leben zu verschonen, sollte ich ihn besiegen. Darauf gab ich ihr mein Wort. Sie hofft, den Mann, der er war, aus dem Gott, der er werden möchte, zurückzubekommen. Tamoko bestätigte meinen Verdacht über Slythe und Christine, die Herzog Enta Silberschild ermordeten. Sie erzählte mir, ich könne sie im Unterkeller finden. Sie erwähnte zudem eine gewisse Kythandria, die ebenfalls zum Eisenthron gehört. Auch erzählte sie mir, dass Zarebok und ich beide von Baal, dem Gott des Mordes, abstammen. Zarebok hofft, dessen göttliche Hülle anzunehmen, aber Tamoko zweifelt an seinem Erfolg. Ja. Dann also in den Unterkeller. Der ist über die Kanäle zu erreichen. Hier waren doch irgendwo welche, ha? Hier war doch irgendwo ein Abstiegspunkt. Da war einer. Oder auch nicht. Da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir hier unten durch. Solange der Befehl diesen Mietling noch... Boden hält mit beiden Gesäßbacken. Aber jetzt... sind wieder die Fußsohlen, die den Boden berühren. Aber hier, jetzt können wir, jetzt gehen wir mal weg. Hier, schwuppdiwupp und... Oh, Ruhe. Hey, Ruhe. Was? Wer bist du? Mama, du kommst ja mit. Ehrlich. Ist nicht dein Ernst. Aber ich meine, in den Kanälen kann ja keiner sehen, was passiert. Wo sind denn die Unterkeller da oben? Okay. Ey, du bist echt, du bist nervig wie eine Klette, weißt du das? Können wir den mal irgendwie hier festtackern oder so? Gasgrün zaubert dorthin und alle anderen bleiben gleich im Netz kleben und dann habe ich ein Problem.
Gaskurin. Was ist denn? Wer ist denn da neben dir? Geh doch da mal aus dem Weg, verdammt nochmal. Unbändige Woge, hübscher Lichtfunke. Sogar wenn man eine Spruchrolle vorliest. Das ist ja toll gelaufen. Hübsche Lichtwoge. Mhm. Ach, das läuft gerade wieder so richtig. Also eigentlich, ich will ja hinten hin. Also da will ich rein. Das ist das eigentliche Ziel. Die Frage ist, ob das hier gut geht. Guck mal, hier sind so schön. Was ist das eigentlich für ein komisches Tor? Naja, wir haben ihn nicht fasziniert mit unserem Hokuspokus. Aber er ist ein bisschen... Ah, diesen Blechstiefeln, die er hat, da kann man hier unten nicht so gut laufen. Die Helden gewinnen Vorsprung. Sie kennen sich auch ein bisschen besser aus. Jetzt kommen auch noch Ghule. Das ist doch nicht euer Ernst. Auch noch nicht so viele. Ach, ist das jetzt aber uncool. Uncool ist das. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Wisst ihr was? Ihr geht jetzt hier hoch. So. Mann, die spinnen wohl alle. Was ist man denn jetzt? Enter Silberschild. Ja, da war ja was. Und nu? Das ist guter Rat teuer. Ich hätte gerne in den nächsten Gully wieder rein. Ist das der da hinten vielleicht? Das ist ja dann der Ghoul-Gully. Der Gully. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist auf keinen Fall eine gute Idee. Doch, ist es. Also mal hier unten. Ach so. Wir sind hier abgestiegen, sind nach die Richtung gelaufen, sind hochgelaufen, sind weiter in die Richtung gelaufen und sind dann wieder hier an. Denken wir wieder mal nach. Also, das ist aber jetzt hier der gleiche Abschnitt der Kanalisation. Das heißt, El Miedling ist hier und wir versuchen, ihn zu umgehen. Oder gab's? Hatten wir nicht noch eine andere? Wir hatten doch noch eine andere Möglichkeit, in den Unterkeller zu kommen, oder? Es gab doch ganz viele. Warum sollten wir jetzt da oben langlaufen? Ist doch Quatsch. Jetzt, wo wir sie abgehängt haben, nehmen wir einfach einen anderen Weg in den Unterkeller. Ist das nicht clever? Gasgrin ist stolz und verkündet es auch, dass er... Unterkeller. Dass er seinerzeit diese Kanäle so ausgiebig kartografiert hat und nur die richtige Seite in seinem Notizbuch aufschlagen muss, was 3 Minuten dauert, um dann seine Gefährten zielsicher in die richtige stinkende Kloake zu führen. Hier scheint es sehr viel friedlicher zu sein. Auch diese Arbeiter sind unangegriffen. Da will ich eigentlich nicht reingucken. Wir wollen eigentlich hier nur abbiegen. Ey, plötzlich da 7 Ghule. Ich fass es nicht. Und hinter mir der Meeting der flammenden Faust. Ja, da kann sie mit den Ghulen beschäftigen. Viel Spaß. Du kannst mal Meldung machen von wegen Ghule in den Abwasserkanälen. Und ich bin jetzt einer davon. So, Unterkeller. Es ist mir ein Speichern wert. Gut, wir haben also hier mit jemandem zu tun, der Slythe heißt. Die Unterkeller sind ja nicht besonders groß. Vielleicht buffisieren wir uns vorher. Imoen legt schon mal andere Pfeile auf. Oh, hier Säurepfeile, warum nicht? Nehmen wir die. Wir haben ja hier so eine Geisterseelen-Irgendwas-Rüstung. Und hier haben wir einen Segen, glaube ich, hoffe ich. Ein Gesang. Ah, ist ja fast das Gleiche. Batscho, batscho.
Und der Gestalt... Sag mal, Don, warst du früher nicht mal schneller? Du hattest doch immer diese 7-Meilen-Stiefel an. Wieso bist du so langsam plötzlich? Das verstehe ich gar nicht. Hast du überhaupt das richtige Schwert? Spinnenfluch ist doch eigentlich Quatsch, ne? ET 05, 7, 6. Minus 2. Minus 3. Er ist doch besser. 5 ist auch besser als 7 oder 6. Immer hier das Ding. Du hattest doch hier diese Stiefel mit dem Dauer, mit einem Dauerhasszauber. Jetzt bist du so langsam wie alle anderen. Jetzt ziehe ich dir die nochmal an und dann hoffe ich, dass du wieder gehastet bist. Wie du es auch die ganze Zeit über warst. Ja. Schau mal, Christin, meine Süße, da sind die Helden der Schwertküste. Richtige Mordskerle. Mhm. Na, 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 was haben wir denn da? Schwertfutter. Ich weiß nichts, Leith. Die sind so riesig und furchteinflößend. Oh, ich hatte gerade an jemand anderen gedacht. Ach, die haben ja tolle Sprüche drauf. Hoho, sei deine Zunge aus Stahl und dein Herz aus Gold und ein Busen aus, egal, meine Christine. Und sie ist so hübsch, dass sie sich unsichtbar macht, damit sie nicht von Typen belästigt wird, sondern von Typen wie dir, hm? Würde zwar sowieso keiner wagen, wenn einer wie ich sich um sie kümmert. Ja, hm? Snithylein, sagst du es ihnen, ja? Liebling, du kennst mich doch. Du kennst deinen alten Slithy. Hey! Ihr glaubt bloß nicht, dass ihr uns bei unserem Liebesgeflüster zuhören könnt, klar? Das geht euch gar nichts an. Was flüsterst du da, Süße? Jetzt erzählt mir meine Christine, dass ihr alle eine Schwäche für die Großherzöge habt. Ist schon eine Schande, das mit Enter Silberschild, was? Und Christine, eine erledigt und nur noch zwei vor uns. Arme Herzöge, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie alle zusammen gestorben wären? Und Slyth, ach was, Christine. Jetzt verrat nicht gleich alles. Es ist auf, wie heißt das noch, der Silberblase? Egal, mir reicht's jetzt mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Das ist nichts für mich. Wir bringen sie jetzt um und die Herzöge nach dem Mittagessen, wie Sarevok es uns befohlen hat. Mhm. Hm. Ich liebe deinen Intellekt, Slyth. Ich nicht. Ha! Angriff! Ha, ha, ha. Aber, nein, aber hier, Attacke. So, schwierig. Der ist, ja? Ja, ihr wisst, was er ist. Er ist getarnt. Haben wir denn da was? Wahrer Blick wäre schön. Ja, haben wir aber nicht. Ich guck mal, ob wir hier was drin haben, was uns helfen könnte. Na, hier, Unsichtbares entdecken. Das ist doch genau das, was wir gerade brauchen. In den Rucksack. Unsichtbar entdecken mit Hilfe nur der Anwender. Das ist ja toll. Naja, da kann Gastgemäß mal irgendwas machen, ha? So, also Don greift an. Du greifst an mit Magiebannen. Vielleicht. Du greifst an. Die Befehle sparen wir uns. Du greifst auch einfach mal so an. Und dann schauen wir, was passiert. Okay, also Sly hat ja gar nichts drauf. Der ist gefällt worden von... Doppelpunkt. Brandwind, die hat getroffen. Emoen hat getroffen. Kalit hat getroffen. Don hat natürlich getroffen, weil es Don ist. Und Gasgrin hat seinen unsichtbares, ihr wisst schon, Zauber gesprochen, also unsichtbares Entdecken. Und jetzt können wir, was können wir denn? Also alle greifen sie an, wenn das möglich ist. Gasgrin beschreibt, wo sie ist. Und schießt auch mal ein paar leuchtende magische Geschosse in ihre Richtung. Die auch ordentlich reinhauen.
Aber auch Dorn trifft sie, weil sie ein bisschen aufblitzt, während sie von Gascoigne's magischen Geschossen getroffen wird. Und ich denke, das ist ein Selbstläufer, da müssen wir gar nicht mehr viel tun. Wobei, Dorn könnte theoretisch, aber ich glaube, dass die anderen werden ihm das... Ja, aber ich versuche, probier's mal. Oh, nein! Hat noch gewirkt. Dorn hat sich gesund gestoßen an dieser eingebildeten... Wie hieß sie doch gleich? Ach, ihr Name ist auch völlig egal. An Christine, genau. 6 Schaden. Und sie stirbt. Mann, die hat ja nichts drauf. Habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Und bevor ihr die gierigen Hände der Kurtisanen und Kurtisanenriche, die es ja vielleicht auch gibt, hier irgendwo hinwandern, wo sie nicht hinwandern sollen, in irgendwelche Hosenschlitze, werden wir hier ganz schnell aufheben, was aufzuheben ist. Das und das. Ja komm, Dorn weiß mittlerweile auch, was man hier aufheben muss. Oh, das ist aber echt viel. Jahira geht zur Hand. Kalit geht zur Hand. So, 2 Papiere. Gascoigne, du hast noch genug Platz, die auch aufzuheben. Das ist ein Trank der Meisterliebeskunst, den kennt Imoen. Ja, ich mache erstmal ein bisschen Gepäcksortierung. So, ein bisschen Platz ist und wir können die beiden Dokumente lesen, die wir aufgehoben haben. Ein Brief an Slythe von Zarevok. Slythe, nun ist die Zeit endlich gekommen. Wenn die Gesellschaft am Abend meiner Amtseinführung beginnt, werdet ihr meine Doppelgänger-Assassinen am Kanalzugang des Palasts treffen. Ihr werdet euch unter die Menge im Ballsaal mischen. Wenn ich meine Rede beendet habe, werdet ihr zuschlagen. Wenn ihr nicht da seid, werden meine Doppelgänger ohne euch vorgehen und eure Bezahlung verfällt. Denkt daran, dass ihr eure Frau, dieses kleine Luder, im Zaum haltet. Diesem Brief liegt eine Einladung zu der Feier bei Zarevok. Aha. Und dann ist dann wohl hier das die Einladung. Dies ist eine Einladung zur feierlichen Amtseinführung des neuen Großherzogs von Baldurs Tor. Die Feier findet im Herzogspalast statt. Zeigt diese Einladung dem Wächter am Tor und er wird euch Einlass gewähren. Dies scheint eine wichtige Notiz zu sein, die ihr besser aufbewahren solltet. Das haben die von Amts wegen mit draufgeschrieben. Also Deppen wie Herzog Lothar Tyrann, oder wie der hieß, Loth Tyrann, sonst ihre Einladung verlieren. Sie mit Notdurftpapier verwechseln, im Zweifelsfall, weil sie nicht lesen können. Und damit haben wir hier alles, oder haben wir das nicht? Naja, hier. Slythe und Christine. Das ist ein... Tja, wichtige Ereignisse. Beim Betreten des Unterkellers wurde ich von den Mörchelmördern Slythe und Christine abgefangen. Neben einigen anderen interessanten Dokumenten fand ich bei der Durchsuchung ihrer Leichen auch eine Einladung in den Herzogspalast, den ich als nächstes aufsuchen sollte. Langsam. Wir haben auch noch zu tun mit Enter Silberschild und dem Hauptquartier des Eisenthrons. Richtig. Ja, hier ist nichts mehr, was uns interessiert. Deswegen würden sich die Helden hier aus dem Staub machen. Was Leichenentsorgung angeht, kennt man sich im Unterkeller aus. Das geht wie am Schnürchen. Kommt hier regelmäßig vor. Das war irgendein Buff, der ablief. Ach so, wir haben ein bisschen ja, noch Dornen aufzupäppeln. Aber ich denke, die Helden verschwinden erst einmal in die luftigen Kanäle von Baldurs Tor. Ich werde... Jetzt ein bisschen Heilung auf Dorn sprechen und dann machen wir mit der Untersuchung des Gebäudes des Eisenthrons, da müssen wir leider an den Ghoulen vorbei, weiter gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!